Die Börsen klettern die Wand der Angst hinauf und mit ihr auch die Value-Aktien. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage an den Finanzmärkten beschreiben, denn die Börsen sind teilweise auf Allzeithochs gestiegen, zumindest auf Jahreshochs, und das trotz schlechter oder eher schlechter Nachrichten von Konjunktur und Wirtschaft. Bei mir ist jetzt Martin Wirth, er ist Fondsmanager und Vorstand der Frankfurt Performance Management AG. Danke für Ihre Zeit und den Besuch hier auf dem Parkett, Herr Wirth. Also der DAX scheint sich über der Marke von 13.000 Punkten, so auch heute, recht wohl zu fühlen. Woher kommt dieser Optimismus angesichts doch der einen oder anderen rezessiven Nachricht? Ja, ich sehe mehr Mana als Optimisten. Mhm. Die Wall of Worry haben Sie richtig beschrieben. Ist das wahrscheinlich der Mangel an Anlagealternativen, der Leute dazu bringt, auch gegen ihre eigentliche Überzeugung in den Markt zu investieren. Allerdings muss aus unserer Sicht, ist es trotzdem eine gute Idee. Der Markt sieht deshalb teuer aus, weil bestimmte Glamour-Aktien sehr teuer sind und die ziehen die Bewertung des ganzen Markts nach oben. Ja. Aber unterhalb dieser Glamour-Stocks findet man jede Menge Aktien, die niedrig bewertet sind. Wird denn die Aufwärtsbewegung dieses Jahres eher von den Growth-Aktien getragen oder sehen Sie eher ein Comeback der Value-Titel? Wir unterscheiden zwischen Value und Momentum. Growth ist bei uns ein Teil der Bewertung. Wenn man Growth mit Qualität gleichsetzen will, dann laufen Aktien, bei denen die Story weiterläuft, auch dieses Jahr ganz hervorragend, ja, teilweise mit exzeptioneller Performance. Das Problem ist, wenn die Story nicht mehr ganz so stimmt und jedes Unternehmen hat mal ein, zwei schlechte Quartale, dann muss man in diesen Aktien ziemlich herbe Verluste hinnehmen. Auf der anderen Seite sind Value-Titel, die in diesem Jahr mit stabile Erwartungen geliefert haben oder bei denen sich die Erwartungen stabilisiert haben. Die haben auch eine ziemlich gute Performance hingelegt. Value-Aktien, wo sich die Rahmenbedingungen oder die Erwartungen verschlechtert haben, haben auch eine bescheidene Performance. Also insofern gibt es Gewinner und Verlierer in beiden Lagern. Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen. Wo und in welchen Regionen, vielleicht auch Sektoren, werden Sie denn fündig als Stockpicker? Ja, es gibt, wie gesagt, Zykliker, die zurzeit schwierige Rahmenbedingungen haben. Da haben wir das Phänomen, dass niedrige Bewertungen auf niedrige Gewinne kommen. Und dementsprechend gibt es da zum Teil aus unserer Sicht, wenn sich die Bedingungen stabilisieren, hervorragende Chancen. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch eine Reihe von stabilen, nicht zyklischen Qualitätsaktien, oder bis neulich noch als Qualitätsaktien gesehen haben, die diese ein, zwei Quartale enttäuscht haben. Und die mittlerweile auch zu ziemlich attraktiven Bewertungen zu haben sind, deutlich billiger, als das in ihrer Historie und gemessen an Geschäftsmodellen angemessen wäre. Von welchen Assetklassen würden Sie dann im kommenden Jahr eher die Finger lassen? Was ist Ihnen nicht so ganz geheuer? Langlaufende Staatsanleihen oder langlaufende Anleihen mit hoher Qualität, da sind mittlerweile Kapitalverluste auf eine ganze Investmentgeneration garantiert. Und wenn das eintreten sollte, dann haben wir wirklich ganz andere Probleme. Jetzt wollen wir aber natürlich versuchen, das Interview positiv zu beenden. Herr Wirth, die Frage ist natürlich, kann dieser Aktienmarkt-Rally, diese schöne Aufwärtsbewegung des Jahres 2019 auch in 2020 weitergehen? Was glauben Sie? Wenn sich die Erwartungen stabilisieren, dann sind wir ziemlich zuversichtlich, dass es weitergeht. Stabilisieren heißt noch nicht mal verbessern. Wir haben die letzten 20 Jahre eine permanente Zunahme von Unsicherheiten an den Finanzmärkten gehabt und insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren zum Thema Zölle, Handelskriege und so weiter. Das muss nicht besser werden, aber wenn sich das nur stabilisiert, reicht das aus, weil der Renditevorteil von Aktien gegenüber den Alternativanlagen ist so riesengroß. Da gibt sich eigentlich nur die logische Konsequenz, dass mit Aktien weiter gut Geld zu verdienen sein sollte. Und das wollen wir doch alle hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt hoffen, dass es ein Stück weit weiter nach oben geht. Das war Martin Wirth, Vorstand der Frankfurt Performance Management AG, zu den Aussichten vor allen Dingen auch von Value-Titeln. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für 2020. Vielen Dank.